Sie marschieren weiter in Richtung USA. Im Süden von Mexiko war am Sonntag ein weiterer Zug von Menschen auf dem Weg. Zwischen 3.500 und 7.000 Menschen, vor allem aus Honduras und Guatemala, sind seit Mitte Oktober auf dem Weg Richtung USA. Die Menschen fliehen vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat. Nach mexikanischen Angaben sind derzeit 3 größere Gruppen auf dem Weg zur US-Grenze. In Mexiko können sie in provisorischen Lagern übernachten. Auch medizinische Unterstützung und Essen gibt es hier. Eine weitere Gruppe von Flüchtlingen hat es am Sonntag bis in die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt geschafft. Hier kamen sie in einem Fußballstadion unter. Trotz aller Widerstände und Drohungen wolle er weitergehen, sagt dieser Mann aus Honduras. Wir denken nur daran, in die Vereinigten Staaten zu gehen, um den amerikanischen Traum zu leben. Wir haben das Vertrauen in Gott, dass uns das gelingen wird, egal wie die Umstände sind. Wir kommen aus einem Land mit Armut und Kriminalität. Dort geht es uns an den Kragen. Wir haben vor gar nichts mehr Angst. Wir kennen keine Angst. US-Präsident Donald Trump spricht angesichts der Flüchtlinge von einer feindlichen Invasion. Bei seinen Wahlkampfauftritten vor den Kongresswahlen spricht er das Thema immer wieder an. Das ist eine Invasion. Das ist eine Invasion. Es passieren viele Dinge. Haben Sie die zweite Karawane gesehen? Wir zahlen diesen Ländern Honduras, El Salvador, wir zahlen diesen Ländern hunderte Millionen Dollar. Aber damit werden wir nebenbei gesagt sehr schnell aufhören. Sie tun überhaupt nichts für uns. Trump hatte gesagt, dass die USA bis zu 15.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsenden könnten. Die Zahlen, die offizielle Vertreter der Armee nennen, sind allerdings deutlich niedriger. Zuletzt war von über 7.000 Soldaten die Rede. Das Heer des Bundes darf in Friedenszeiten innerhalb der USA allerdings nur begrenzt eingesetzt werden.